So, heute haben wir uns getroffen, um euch zu erzählen, was die nächsten Webinare für uns bereithalten. Wir haben eine kleine Pause gehabt und nun starten wir wieder voll durch und ich begrüße Sabine. Mit dir möchte ich das heute besprechen. Und zwar haben wir eine Reihe Null gechannelt und eine Reihe mit dem Workshop. Und wir fangen an im März mit dem Channel und das ist ein ganz heißes Thema. Ein ganz heißes Eisen, was wir da anpacken, was Sabine anpackt. Ich bin ja nur im Hintergrund der Techniker und freue mich genauso drauf wie ihr auch, denn ihr habt ganz oft gefragt, machen wir das mal. Wir wissen selbst noch nicht, was rauskommt, und zwar ist das Thema erstmal die Bibel. So, das ist natürlich ein ganz sensibles Thema, weil viele die Bibel als das Buch schlechthin betrachten und das sicher auch gar nicht zu Unrecht. Wir wollen der ganzen Sache nur auf den Grund gehen. Das haben wir eben schon mal so leicht besprochen, dass also die Menschen, die die Bibel geschrieben haben, sicher ehrlichen Herzens das aus dem besten Wissen und Gewissen geschrieben haben und es ganz viel Machthaber gab, die das als Grund für Manipulation genommen haben. Und jetzt wollen wir wieder der Sache auf den Grund gehen. Wo ist Manipulation und wo ist die Aussage für uns Menschen, die uns auch in der heutigen Zeit Hilfestellung geben könnten? Einfach interpretieren aus der heutigen Sicht und aus der heutigen Zeit. Und da sind wir ganz gespannt, was dabei rauskommt. Und jetzt frage ich mal die Sabine, wie das alles ablaufen soll. Wo fangen wir an? Ist das schon, steht das schon fest, welche Themen wir haben? Wir haben also gedacht, mehrere. Das kann durchs ganze Jahr laufen und zwar jedes Jahr, jedes Mal bei jedem Webinar ein anderes Kapitel. Ich höre. Ja, also ich denke, es ist natürlich noch viel weiter gefasst als jetzt die Bibel, die wir halt kennen oder die wir zur Kommunion oder Konfirmation geschenkt bekommen, zwangsläufig. Und ein bisschen den Psalm 23, da heißt, man hätte auswendig lernen müssen. Ich denke schon, dass es eine ganz wichtige, ein wichtiges Dokument der Menschheit ist. Es gibt ja die Qumran-Rollen, die also gefunden wurden in Qumran, diese Schriftrollen, und da darauf Sind das die Essener-Rollen? Qumran, nee, die Essener, das ist nochmal was anderes. Also bei den Essenern, da hat auch Jesus gelebt. Das ist eine ganz schwierige, ganz strenge Glaubensgemeinschaft gewesen, die also unglaublich hart gewesen ist. Also da durfte man freitags zum Beispiel nicht aufs Klo, weil das war der Tag der Askese und da war alles verboten. Und also alles Körperliche auf jeden Fall. Und also das muss eine sehr schwierige Geschichte gewesen sein. Aber ich meine jetzt wirklich, also die in den Tonkrügen in Qumran, die Schriftrollen, die gefunden wurden, die viel nochmal weitere Informationen gegeben haben, die auch in der Bibel nicht zu lesen sind. Und natürlich ist die Bibel in den Jahr zwei Jahrtausenden oder noch längere Zeit immer wieder verändert worden, weil ja die besonders katholische Kirche großen Wert darauf gelegt hat, dass viele Dinge dort nicht erscheinen. Es sind zum Beispiel die Lehren des Origenes verboten worden, die also nachchristlich schon, glaube im 4. Jahrhundert nach Christus, die also durch den Kaiser Justinian per Dekret eigentlich verboten worden. Da war der Papst gar nicht anwesend, der wurde erpresst. Also es ist eigentlich, der Origenes hat von der Wiedergeburt, also die Lehre des Origenes basiert auf der Wiedergeburt. Und das wurde einfach verboten, weil es ja unpraktisch ist und unangenehm. Und der damalige Papst, der ist also durch manipulative Geschichten dazu erpresst worden, das zu unterschreiben. Und es ist überhaupt kein Papstdekret und ist insofern kirchenrechtlich nichtig. Also da könnte man viel drüber sagen. Ja, da habe ich mich schon mal öfter damit beschäftigt. Es gab oder gibt auch im Vatikan einen Lehrstuhl für christliche Reinkarnationslehre. Aber wir wollen ja jetzt da nicht aufmischen, was richtig und falsch ist. Es geht nur darum, dass die Bibel, also wenn du das so fragst, die Bibel an sich ein Teilprodukt dieses ganzen Wissens ist, das also in der alten Zeit verfasst wurde und mit Sicherheit es schwierig ist für die Menschen, da eine chronologische Sache draus zu machen. Aus meiner Sicht ist die alttestamentarische vor Jesus Zeit, also vor christliche Zeit,
die jüdische Zeit noch wichtiger, weil das unsere ganz alten Urprogramme auch darstellt, die Sumerer und die Ägypter und diese ganzen ganz uralten Kulturen, die ersten Hochkulturen, die es gab, widerspiegeln sich eigentlich im Alten Testament. Und ich habe viele Rückführungen in diese Zeit hineingemacht mit Menschen, auch selber, weiß auch durch die karmische Homöopathie, durch die karmische Geschichte von den Mitteln, beispielsweise Aurum, ja, Gold oder Uran, Uranium Metallicum oder Hyos Kiamus. Das sind alles, eigentlich alles Mittel, die in diese Zeit hineingehören und eine Geschichte dort auch gespielt haben. Also, dass Menschen manipuliert wurden und mit den Menschen gespielt wurde und dann gesagt wurde, das sind eben Gottesentscheidungen. Und das widerspiegelt sich auch in der Bibel. Also in der Bibel sind viele Gleichnisse erzählt im Alten Testament, die wir in ganz ähnlicher Form in Rückführungen mit ganz anderen Geschichten wahrgenommen haben. Also was da wirklich viele Menschen, die sich nicht untereinander gekannt haben, ganz ähnliche Geschichten aus dieser Zeit in Rückführungen gesehen haben. Und da sind wir eben auf die Idee gekommen, man könnte doch wirklich mal schauen, wie war das. Also ich könnte noch was zu der Geschichte, zu dem Channeling, das ich schon mal zu Jesus gemacht habe, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt schon da so loslegen soll oder ob ich da vielleicht dir du darfst Zeit alles. Du darfst alles. Du darfst alles. Weil wir haben mal ein Channeling gemacht, zusammen mit drei jetzt Menschen, die so hier noch nicht aufgetreten sind und die jetzt keiner kennt. Und da wurde die Frage gestellt, ob der Weg Jesu gekreuzt wurde, ja, also mit seiner Kreuzigung gekreuzt wurde. Und wie also die Geschichte mit dieser Maria und der jungfräulichen Empfängnis aussieht. Und da war ich zuerst mal in so einer astralen Blase gefangen. Ich habe da lauter so Glaubenssätze rumfliegen sehen. Es war überhaupt nicht wie im Channeling. Das heißt, so zipp, der Kanal hochgeht und dann kommt der Text und ich sehe da die Bilder, wie das war. Sondern das war so, wie wenn ich durch ein unterirdisches Labyrinth gegangen wäre und das war quälen eigentlich. Und ich habe gemerkt, die Frage führt auf den Pfad, der nicht wahrhaftig ist. Und dann haben wir nochmal anders gefragt und wollten einfach nur wissen, wie das Leben Jesu war. Und ob es diese Person, die wir so sehen, überhaupt gab. Ja, und das war ein ganz interessantes Channeling. Und da ist unter anderem gesagt worden, dass die Person, also die sehr revolutionäre, aufwieglerische Persönlichkeitsstruktur hatte, das weiß man ja, dass der am Sabbattag am Sabbattag aufgehängt, also gekreuzigt wurde, und er musste vor Sonnenuntergang abgenommen werden, weil zum Sabbat nach jüdischem Gesetz keiner mehr am Kreuz hängen durfte, und er hing da keine 6 Stunden und da kollabiert kein System und er kann nur überlebt haben. Und wenn alle überlebt haben, die an diesem Kreuzigungsberg da, an diesem Tempelberg rumgehangen sind, an diesem Tag aufgehangen und wieder weggenommen worden. Und dass eben dieses Wiederauferstandensein eben eine Geschichte ist, die gar kein wundern kann, weil man nicht sterben konnte unter diesen Umständen. Und es wäre also auch scheinbar geschichtlich belegt. Ich habe das auch mal woanders ähnlich gelesen. Naja, und dass er eben 97 Jahre wurde, nach Indien ist und viele Kinder hatte. Ja. Also das Maria. War eine ganz interessante Geschichte. Und dass auch die Maria Magdalena alt war. Nee, die Maria, so. seine Mutter 15 Jahre war und alt war und von dem ganz alten Priester, also nämlich dem Josef, geschwängert wurde und es halt so eine Geschichte gegeben hat. Also ich will niemandes religiöse Empfindungen da kränken. Ich bin selber, tappe ich im Nebel, ich habe keine Vorstellung. Mir ist es ja ehrlich gesagt nicht wichtig, ob jetzt die Maria eine Jungfrau war oder nicht. Das ist mir eigentlich persönlich ziemlich egal. Ich verbinde da nichts damit. Ich sammle halt Informationen ein. Und da sind sehr interessante Sachen schon zustande gekommen. Das war so der Grund, warum wir gesagt haben, wir könnten doch mal die wesentlichen Geschichten, die wir also in der Schule gelernt haben, aus dem Alten Testament uns mal anhören, was damit geschichtlich verbunden ist, und natürlich auch nochmal die Geschichte um Jesu beleuchten. Was auch immer dabei rauskommt, ich habe keine Ahnung.
Puh, das war jetzt wieder für Text. Aber dann, du hast mich gefragt. Ja, ist ja auch gut. Fangen wir bei Adam und Eva an oder wann steigen wir ein? Ich immer gerne bei Adam und Eva anfangen, können wir es gerne machen. Durch die diabolische Trennung der polaren Struktur und die Erkenntnis der dreidimensionalen Existenz. Also so persönlich schaue ich es an und da kann man ja mal gucken, was da im Channeling drüber gesagt wird. Ne? Ob das ein echter Fakt war oder werden wir im Webinar dann erstmal die, bevor das Channeling losgeht, diese Geschichte, dieses Kapitel anreißen, nochmal kurz zusammenfassen, wie es in der Bibel steht und dann ins Channeling einsteigen und fragen, was hat uns das zu sagen, dass das so damals so aufgeschrieben worden ist oder wie läuft das dann ab? Machen wir das ja, so? Die Gestaltung überlasse ich gerne, weil ich sitze dann da, ich denke dann nichts. Ja, schon, aber... Was sie halt fragt. Ja, genau, das kann schon sein. Also ich habe natürlich auch so ein bisschen schon viel damit gemacht. Wir haben auch viel aufgestellt, also Systemaufstellungen gemacht zu der Inkarnationsbeginn, also wenn der Mensch beginnt zu inkarnieren. Und das hat sehr viel von der vom energetischen Ablauf, die Wirbelsäule entlang mit dieser Kundalini-Energie, was mit der Schlange zu tun, also die dann die Pole praktisch aufspaltet in das Yin und das Yang und diese diabolische Aufspaltung ja letztendlich ewig die kirchliche Geschichte ist mit dem Teufel und dem Gott und so weiter, also der Einheit und der Trennung und dem Gut und dem Böse und dem Dings und dem Bums. Also aus meiner Sicht persönlich als Sabine denke ich, es hat damit was zu tun, dass wir aus der Antimaterie in die Materie kommen, aber wer weiß, was es für eine Geschichte im Channeling dazu gibt. Vielleicht was ganz was anderes. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Es läuft. Okay. Also, wir haben gerade festgestellt, dass uns doch noch was gefehlt hat. Und zwar eine ganz interessante Sache, die vielleicht auch viele interessieren. Wer Sabine kennt, der weiß, dass sie viel Farbstrahlen immer wieder erwähnt und immer auch Farbstrahlen channelt. Und manchen ist das nicht so richtig geheuer, weil sie ja eigentlich lieber die Erzengel channeln würden. Und da sagte sie nämlich gerade noch etwas, was ganz, ganz wesentlich ist, dass das auch in der Bibel schon lesbar ist, dass zum Beispiel jeder Erzengel einem Farbstrahl zugeordnet ist. Viele wissen das auch schon. Das weiß ich jetzt nicht, ob es ein Farbstrahl zugeordnet ist. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber im Alten Testament stehen als Gottesboten die ganzen Erzengel, die wir jetzt den Farbstrahlen zuordnen oder zugeordnet werden. Also das glaube ich jetzt nicht, dass der, aber der Michael, der Erzengel Michael, hat ein blaues Gewand, das wird schon so gesagt, und hat das Schwert in der Hand, weil das ist ja die Aufspaltungsenergie, also die polare Energie. Also da wird eben in der Bibel schon auf diese Sachen hingedeutet, na, die wir da oft auch machen, genau, das wollte ich eben noch sagen. Ist also vielleicht sehr interessant festzustellen, was ist gleichnismäßig gesagt worden, damals aus der damaligen Zeit vielleicht auch nicht verständlich, was wir heute verstehen werden. Mhm. Ob jetzt ein Engel als Person herkommt mit einem blauen Gewand, so stellte man sich einen Engel vor. Und vielleicht ist es aber auch nur eine farbliche Energie. Aber die Energie, die das bewirkt, was wir uns... Der Mensch braucht manchmal ein Bild. Ja, ja. Und dann kommen ja auch so Sachen, du sollst keine Bilder machen, ne? Ja, genau, das dürfen ja die Juden. Ne? Die Juden dürfen sich kein Bild von Gott machen und dürfen auch nicht benennen. Ja, also es ist vieles schon gesagt worden, was immer wieder widerlegt wurde und wieder doch. Und dem Ganzen gehen wir dann auf die Spur. Okay, es wird bestimmt spannend. Ja, und wahrscheinlich auch ganz schön durcheinander, weil keiner wirklich bibelfest ist. Und also uns beiden auf jeden Fall nicht. Ja, ich weiß nicht, ich habe im katholischen Unterricht ja auch ganz viel lernen müssen und ich weiß nicht, ob du katholisch oder evangelisch bist. Ich war mal. Warst auch, ich bin auch ausgetreten aus der Kirche, aber ich habe trotzdem damals noch, ich war auf einer Nonnenschule, und einer reinen Mädchenschule. Und wir mussten damals den Katechismus auswendig lernen. Das weiß ich noch. In der evangelischen Mädchenschule. Auch. Wir alle beide auf der Mädchenschule. Ja, wir sind ganz Gut. Okay. Wir freuen uns, wenn ihr ganz zahlreich dabei seid. Und es startet, das können wir jetzt schon sagen, am welchen März? Am 6. März, glaube ich. Ich gucke doch mal nach.
denn aber die Ausschreibung kommt am 8. Und zwar alle jeden Donnerstag im März. Jetzt. Und im zweiten Monat, im April, das kommt jetzt.